Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Tag des Tutorials. Um die Augen zu markieren, habe ich am Schnittmuster, ich habe es jetzt hier schon ausgeschnitten, ich lege es nochmal genau auf, habe ich zwei Punkte markiert, nämlich hier und hier, und habe einfach einen Strich durchgezogen, damit ich dann das Auge richtig ausrichten kann. Diese beiden Punkte habe ich dann auf der linken Seite des Kopfes ebenso markiert und habe dann hier noch das Ganze, bevor ich es ausgeschnitten habe, den Strich, den man hier jetzt ganz schlecht nur sieht, der ist hier und hier, das wieder ausgerichtet auf diese beiden Punkte, ebenso natürlich das, und habe die Pupille mal eingezeichnet und genauso zeichne ich jetzt den Kreis für die blaue Iris auch ein. Natürlich machen wir das Ganze auf der anderen Seite genauso. So, da habe ich das S markiert für Stirn. Das heißt, ich habe es jetzt auch richtig aufgezeichnet. Jetzt nehmen wir uns einen blauen Stoff. So, ich habe jetzt in meiner Reststoffkiste einen blauen Stoff gefunden. An eurer Stelle würde ich mich jetzt nicht dazu verpflichten, nur für die Augen einen halben Meter Minky einzukaufen. Also wenn ihr irgendeinen Jersey oder einen Baumwollstoff oder irgendwas ähnliches und so einen Blauton habt, dann würde ich einfach das nehmen. Der Vorteil ist, wenn ihr einen Baumwollstoff nehmt, könnt ihr mit Textilfarbe auch noch ein bisschen Schattierung mit reinbringen, wenn ihr wollt. Also hier verfahren wir genauso, wie wir die Spots aufgenäht haben. Das heißt, rechte Seite auf rechte Seite. Und wir nähen das Blaue zuerst und nachträglich noch die Pupille, nachher wieder mit Schwarz. Im Hintergrund hört ihr gerade den Junior ein bisschen singen. Das wird wieder ausgeschnitten. Fertig ausgeschnitten sieht es dann so aus. Und da kommt dann noch die Pupille dran. Das machen wir aber, nachdem wir das zweite Auge auch angenäht haben, damit wir nicht ständig Faden wechseln müssen. So, und wie gesagt, die Pupille wird genauso wieder aufgenäht. Linke Seite auf rechte Seite. Umdrehen und feststecken. Ja, wie man sieht, super süß ist es trotz der ganzen Schichten. Dasselbe machen wir dann bei der zweiten Seite auch wieder und ich zeige euch gleich das Endergebnis. So sieht jetzt das Ergebnis aus und ich muss sagen, es ist super, super süß. Also ich freue mich schon aufs Weiternähen. Vielen Dank für heute. Morgen werden wir dann die restlichen Markierungen machen, wie Beine und wo das Horn hinkommt. Genau. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis morgen.